So, nun haben wir das Obergestell drauf gemacht. Das ist ja das Außengestell. In der Mitte den gelöcherten Prallteller. In der Mitte die Schraube. Was jetzt die Erfahrung an mir gezeigt hat, man tut sich leichter, wenn man jetzt die Schraube in der Mitte nur ganz leicht anzieht, dann nimmt man das Oberteil und setzt es drauf. Und dann schaut man dann danach, dass die Düse durchkommt. Und jetzt ist der Ober das fixiert. Unten habe ich es jetzt noch los. Also unten ist die Schraube mit dem noch los. Und jetzt kann ich das obere soweit nur drücken, bis es in der Mitte ist. Jetzt nehme ich meinen Schraubenzieher und ziehe das ein ganz klein bisschen an. Ja. Jetzt nehme ich das Oberteil ab. Ich zeige es euch nochmal von oben. Das lässt sich gut entfernen. Und erst jetzt ziehe ich das volle Drama mit an. Ja, sehen wir es. Passt. Das Ganze von oben jetzt aus. Wenn es lange Schraube zu hätte, könnte man das auch von oben durchschrauben. Das obere Rohr habe ich entfernt. Hier noch ein kleiner Tipp zum Düse ersetzen. Ihr nehmt das Tool, setzt das drauf, werft die Nadel mit Gewinde nach unten, die Hülse rein. Und drehe das dann fest. Ja, an der Hand ist natürlich etwas schwerer, aber es funktioniert. Ja, fest wäre es. Wichtig wäre es auch zu sagen, wenn du jetzt die Düse aufsetzt, muss die Nadel nach unten zeigen. Somit habt ihr die Sicherheit, dass die Nadel nicht verbogen wird.